Moin Bennett, herzlich Moin. Willkommen zu Fans Fragen. Du darfst der Erste sein in dieser Saison. Auf geht's. Erstmal vorweg, gerade Training, wie lief's? Alles in Ordnung? Training ist super, macht sehr viel Spaß, auch wenn es sehr anstrengend ist. Aber die Jungs sind super, haben mich super aufgenommen. Ich fühle mich top integriert hier und fühle mich auch in Meppen schon sehr, sehr wohl. Ich habe jetzt seit anderthalb Wochen eine Wohnung, wo ich mit meiner Freundin lebe. Und ja, das Training ist, wie es sich für die Vorbereitung gehört, sehr anstrengend, sehr intensiv, aber macht trotzdem sehr viel Spaß. Sehr gut. Da schließt sich auch direkt unsere erste Frage an. Die kommt von Patrick Theodor. Was ist dir im Torwarttraining wichtig? Welche Übungen magst du gerne und was ist nicht so deins? Also grundsätzlich mag ich erstmal Torwarttraining generell. Ich mag jede Übung, bin auch offen für jede Übung. Ich mag es sehr, wenn es sehr abwechslungsreich ist. Mir ist wichtig, dass in der Torwarttruppe eine gute Stimmung drin ist, dass alle Spaß haben, aber trotzdem voll konzentriert sind und dass ein guter Konkurrenzkampf herrscht. So eine explizite Übung, die ich nicht mag, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich mag die Abwechslung zwischen intensiven Sachen, aber dann auch technisch ausgelegten Übungen. Aber ich glaube, dass es der Mix ganz gut macht. Perfekt. Tobias fragt, nach Freiburg und Magdeburg ist der SVM deine erste Profistation hier im Norden bzw. Nordwesten. Warum der Schritt hierher, also von Schweinfurt nach Meppen, ist ja doch ein ganzes Stück. Ja, das ist ein ganzes Stück und ist jetzt nicht naheliegend. Ich habe mir aber einfach gesagt im Mai, ich bin offen für alles, ich möchte auch alles machen. Wie man jetzt an den vorherigen Stationen sieht, habe ich jetzt so auf der Deutschlandkarte fast alles mitgenommen und da hatte ich sehr schnell große Lust auf Meppen und deswegen war das für mich sehr schnell klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Sehr gut. Gibt es zwischen Schweinfurt und Meppen jetzt, was den Verein angeht, konntest du da schon Unterschiede ausmachen, egal ob jetzt, weiß nicht, Trainingsplätze oder das Stadion an sich? Also man merkt einfach, dass die Infrastruktur in Meppen drittligatauglich ist, auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch einen Ticken höher und da einfach die letzten Jahre in der dritten Liga kommen nicht von irgendwo. Also die Strukturen hintenrum, was man jetzt nicht unbedingt nur am Stadion sieht, sind top. Ist top für uns in der Regionalliga, dass wir so gute Bedingungen haben, wo wir einfach qualitativ hochwertig arbeiten können. Und das ist schon mit der prägnanteste Unterschied. Schweinfurt war auch super aufgestellt, aber bei Meppen sieht man schon deutlich die Unterschiede, was es dann heißt, in der dritten Liga zu sein. Okay, Leila fragt, wie waren die Gespräche mit Ernst Middendorp? Womit konnte er dich überzeugen, zum SVM zu wechseln? Also ich hatte ein längeres Telefonat mit dem Trainer. Das war schon sehr gut, sehr offen, hat mir eine klare Idee aufgezeigt und einen Plan mit mir und mit der Mannschaft. Und deswegen war eigentlich schon nach dem Telefonat klar, okay, ich möchte es mir gerne genauer angucken. Dann war ich hier, habe mich mit ihm persönlich getroffen, er hat mir alles gezeigt. Und beim Nachhausefahren in die Heimat war eigentlich für mich schon klar, okay, wenn es irgendwie geht, möchte ich es unbedingt machen. Alles klar. Du sagtest vorhin, du hast jetzt eine eigene Wohnung in Meppen. Konntest du von Meppen selber auch schon ein bisschen was sehen? Irgendwo Ecken, die dir gefallen oder, ja, oder dir oder deiner Frau? Also generell war ich noch nicht so viel in der Umgebung unterwegs. Klar, durchs Training haben wir gerade sehr viele Einheiten, aber ich werde, denke ich mal, das Umland von Meppen sehr gut kennenlernen, da ich in meiner Freizeit viel Rennrad fahren gehe. Aber so, was ich bis jetzt vom Emsland und von Meppen gesehen habe, gefällt mir das sehr gut. Und ich glaube, das wären coole Jahre hier. Sehr schön. Das freut uns natürlich zu hören. Letzte Frage direkt. Louis Sprickelmeier sagt dir wahrscheinlich was. Er lässt fragen, packst du selbst mit an, wenn du umziehst oder lässt du es machen? Was hat es damit auf sich? Erzähl mal kurz. Ja, das Einziehen in die neue Wohnung war ein bisschen unglücklich gelöst, da ich noch Mobiliar abholen musste und glücklicherweise Mannschaftskollegen geholfen haben beim Einzug. Allerdings muss man natürlich auch sagen, der Auszug aus der alten Wohnung in Schweinfurt, da habe ich dann selber mit angepackt. Aber da geht schon ein sehr großes Lob an meine Freundin, die da viel organisiert hat und auch das alles so ermöglicht hat. Perfekt. Sprich, deine Mannschaftskollegen sind quasi für dich umgezogen. In der Zeit hast du andere Aufgaben erfüllt. Genau, genau. Absolut klasse. Kommen wir zum
einer schnellen Runde entweder oder. Nicht lange überlegen, am besten einfach direkt raus. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Gedanken lesen. Städtetrip oder Strandurlaub? Rennradtrip. Katze oder Hund? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Krafttraining oder Ausdauertraining? Krafttraining. Linker oder rechter Fuß? Rechter. Magdeburg oder Freiburg? Freiburg. Freiburg oder Schweinfurt? Freiburg. Freiburg oder SV Meppen? Ich würde lügen, wenn ich Meppen sagen würde. Also in meinem Herz schlägt ganz klar, oder das Herz schlägt ganz klar für Freiburg, da ich da einfach super Jahre hatte und mich in der Stadt auch super wohl gefühlt habe. Aber ich glaube, da kann auch noch, oder da ist noch Platz im Herzen für Meppen. Alles klar. Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sehen uns beim ersten Heimspiel wieder. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Danke auch.